Snares besitzen eine konstruktive Besonderheit, die wir an anderen Trommeln nicht finden. Und zwar gibt es ein sogenanntes eingearbeitetes Snarebed. Das ist eine Vertiefung der Gratung. Und die ist dafür gedacht, dass sich die Enden, diese metallenen Plättchen vom Snare-Teppich, so ein bisschen dem Fell anpassen und dadurch nach dem Anschlag weniger mitrascheln. Das Snarebed, das berücksichtige ich auch beim Spannen des Fells. Ich drehe also die Stimmschrauben, die sich jeweils neben dem Teppich befinden, über Kreuz nochmal etwas stärker rein. Schließlich ist die Gratung hier auch tiefer als bei den anderen Stimmschrauben. 2, 3, 4. Wir kümmern uns jetzt nochmal um die Snare-Teppich-Spannung, denn die ist für den Snare-Sound extrem wichtig. Ein zu stark angespannter Snare-Teppich klingt immer eher abgewürgt. Ich ziehe den mal ganz stark an. Die Trommel verliert Bauch, klingt harsch und hart und spricht bei leiser Spielweise gar nicht mehr richtig an. Das ist ein Extrem, was ihr vermeiden wollt. Benutzt für die Einstellung der Snare-Teppich-Ansprache übrigens immer in der linken Hand den Stick oder in der rechten, je nachdem, wo diese Schraube hier liegt. Mit der freien Hand dreht ihr an dieser Einstellschraube, damit ihr sofort hört, was das Ergebnis ist. Wir müssen jetzt definitiv wieder etwas lockerer drehen, weil sich das jetzt nicht gut anhört. Schon schöner. Zu locker wird die Snare zwar mehr Kesselton bekommen, aber die Ansprache wird sehr labbrig. Gerade so für Funk oder schnellere Ghost Note Abfolgen wird sich das nicht gut anhören. Wird es verwaschen sein, in der Musik untergehen. Ungefähr so. Der Teppich schwingt sehr lange nach, es hört sich nicht gut an. Wir wollen also einen Kompromiss zwischen beiden Extremen finden. Dreh also wieder die Rändelschraube nach oben. Das ist schon ganz gut. Bisschen mehr noch. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Snare-Teppich-Einstellung, die mir persönlich gut gefallen würde. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Worte zum Snare-Teppich sagen. Der Teppich wird von vielen Schlagzeugern übersehen, wenn es um den Sound der Snare-Drum geht. Ganz einfach deswegen, weil er meist das Billigste an der Snare ist, weil er ja, relativ unspektakulär aussieht und vor allen Dingen, weil man Beschädigungen oft gar nicht sofort wahrnimmt, besonders wenn der Teppich an der Snare-Drum montiert ist und angezogen ist. Ich habe hier mal 2 beschädigte Snare-Teppiche mitgebracht. Einer davon ist dieser hier. Da könnt ihr sehr schön sehen, dass diese Spirale länger ist als die anderen. Diese beiden Spiralen sind so ineinander vertüdelt. Es liegt auch daran, dass die unterschiedlich lang sind, schon so ein bisschen verbogen. Dann sind diese beiden Endplättchen auch so ein bisschen gegeneinander verschoben. Also der ganze Teppich ist in sich nicht mehr so, wie er eigentlich sein sollte. Sicherlich könnt ihr mit so einem Teppich noch Musik machen und Konzerte spielen, aber ihr werdet zum Beispiel im Studio möglicherweise schwer damit zu kämpfen haben, dass die Snare lange nachraschelt. Ganz einfach deswegen, weil schon eine einzige Spirale ausreicht, um enormes Rascheln zu verursachen. Das heißt, um das Rascheln zu vermindern oder zu verhindern, müsst ihr den ganzen Teppich ganz stark anspannen. Wenn ihr also durch einen beschädigten Snare-Teppich extrem viel Nebengeräusche habt und den Teppich deswegen extrem stark anziehen müsst, dann verhindert diese starke Spannung eine richtige Bewegung des Resonanzfelds und der Klang wird abgehackt und knochig und verliert seine ganze Power und Fülle. Außerdem werden Ghost Notes nicht mehr gut klingen. Ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist diese Snare hier. Ein Schaden, der ganz häufig auftritt, gerade bei Schlagzeugern, die ordentlich laut spielen. Hier seht ihr eine gute Snare mit einem guten Snare-Teppich. Allerdings hat sich hier eine Spirale gelöst.
Wenn euer Snare-Teppich so eine Beschädigung hat, dann könnt ihr die einfach beheben, wenn der Snare-Teppich sonst in Ordnung ist. Ihr knipst die Spirale einfach auf der gegenüberliegenden Seite ab, solltet aber dabei darauf achten, dass die Schnittstelle nicht in Richtung Resonanzfeld zeigt, weil dann bohrt die da ein Loch rein und es kann dazu kommen, dass das Resonanzfeld schneller reißt. Achtet also darauf, dass ihr die Schnittstelle hier vom Resonanzfeld wegbiegt.